I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben heute einiges zum Austesten dabei. Zum Beispiel einmal den neuen Sleeping Bag von Mountaintop. Soll wohl bis mindestens minus 9 Grad ein warm halten. Sogar Extremtemperatur bis minus 20 Grad aushalten. Und ihr seht, wir haben genau das richtige Wetter dafür. Der wird heute getestet. Unter anderem hatte ich euch letztes Mal schon die 4Class Outdoor-Kleidung gezeigt. Wir konnten die beim letzten Mal gar nicht so richtig testen, da wir keinen Schnee oder Regen hatten. Und ich dachte mir, dann ziehe ich genau das gleiche nochmal an wie auf der letzten Tour und zeige euch, was die Kleidung alles so kann. Und ich bin sehr zufrieden, aber noch mehr im Video. Wollte ich noch irgendwas sagen? Nö. Dann mache ich mir das so ein bisschen frei. Und dabei auch immer wichtig, darauf zu achten, dass über einem nicht irgendwie totes Gehölz gerade noch am Abknicken ist, dass man da sicher ist. Die Jungs bauen auch schon so ein bisschen auf. Und es fängt schon wieder an zu regnen. Auf schnell muss ich jetzt nochmal hier das Tarp abspannen. Und dafür habe ich mir das kleine Schmuckstück mitgenommen. Einmal mit normalem Messer, eine Säge und noch eine Säge. Das sind die drei Sachen, die an dem Messer dran sind. Bisschen minimalistischer heute unterwegs. Hier alles arretierbar, dadurch richtig schön zu händeln. Also gerade wurden alle noch fertig mit dem Aufbau. Da hat das so angefangen. Lässt jetzt noch mal ein bisschen nach gerade. Erstmal eine Snackpause. Es regnet die ganze Zeit in Schütten. Jetzt hat es mal wieder aufgehört und ich suche mal noch ein bisschen was. Aber es wird dunkler und dunkler und man erkennt kaum noch was. Wir versuchen es. Hier haben wir schon mal ein bisschen was vorgesammelt. Alles, was gerade das hier ist, sollte vielleicht noch trocken sein im Kern. Ja, das geht gut wahrscheinlich. Hoffentlich. Dass ihr mal einen kleinen Überblick habt. Almi schläft heute in der Hängematte, hat die gleiche Isomatte wie ich. Ein Schlafsack bis minus, ich glaube, 15 Grad. Und ein Tarp drüber. Phil ist hier wieder knapp bemessen. Auch in der Hängematte. Ein bisschen leichtere Isomatte, glaube ich sogar nochmal. Aber auch mit Tarp und allem drum und dran. Und ich heute in dem Ultralight-Zelt, was ich euch ja schon sowieso einmal zur Auswahl gestellt habe, dass ich da drin schlafe und das einmal vorstellen würde. Aber bei der Umfrage bin ich ja dann auf den Biwaksack gekommen. Und hab da drin geschlafen. So, alles ist nass, also schnell rein. Hier vorne ist ein kleiner Vorraum, wo ich Rucksack in so einem Regencover habe. Wie gesagt, auch die Decathlon Isomatte, die geht glaube ich bis minus 5 Grad. Habe ich die letzten Male schon gehabt. Was neu ist, ist hier der neue Schlafsack. Das ist ein Daunenschlafsack, der wohl bis minus 20 Grad geht. Das probiere ich heute mal aus und habe den in diesem Müllsack drin, einfach, dass der ein bisschen aufplustert, aber falls hier nochmal was nass wird, dass der nicht zu nass wird. Genau, habe ich mir so gedacht. Da hinten noch ein Kissen, meine Wattejacke und sonst war es das schon. Hier vorne den Haupteingang sozusagen. Das hat nicht nur einen Eingang, es hat auf der anderen Seite
Ja, mit einer Hand ist ja auch immer beschissen, ja? Gerade bei Regen, es nieselt hier dich voll, alles ist kalt, die Hände frieren dir ab. Genau, und hier drüben ist halt auch nochmal ein Eingang. Das ist richtig, richtig cool. Von der Marke Atona kann ich empfehlen. Wer sich an das letzte Video erinnert, da hatte ich auch die gleichen Klamotten an. Die sind von Decathlon, von 4Class. Ich wollte sie letztes Mal schon testen, aber da hat es ja nicht geregnet. Und da dachten wir uns jetzt bei so einem nassen, regnerischen Wetter, da lässt sich doch so ein Test richtig gut mal machen. Oh. Ich habe schon gesagt, ich höre Stimmen. Die beiden haben jetzt nämlich gerade meine Feldflasche und den kompletten Wasserfilter nochmal voll gemacht. Das sind bei mir so knapp 1,5 Liter. So, also es ist auf jeden Fall richtig, richtig ausreichend. Bei einem geht die Welt unter. Ich nehme mal meinen Tarp an von innen. Ach du Scheiße. Das wird wahrscheinlich halt eine nasse Nacht bei dir, ne? Ist das vielleicht doch nur ein Sonnensegel? Oh, hier ist. Oh, oh, was ist denn hier los? Ja, deswegen ja. Ach, kommt vom Tarp oben. Ach du Scheiße, hier komplett. Oh Junge, ich hab keinen Platz im Zelt. Bei uns ist hier gerade einfach Sinnflut. Okay, es geht eigentlich. Aber das Tarp drückt sich so sehr ein, wir müssen alle 5 Minuten hier jeweils immer das so wegstoßen, nach hinten. Und dabei bloß nicht unsere Isomatten treffen, genau hier vorne hin. Ach, ist das klasse. Das macht richtig Spaß. Almi macht hier auch nochmal alles neu. Phil steht einfach da. Ja, schon nicht normal auf jeden Fall. Ja, Almi muss das Quartier wechseln, tatsächlich. Der hat hier... Hast aber auch die letzten Male Pech, wa? Community Challenge, hast du dir auf den Finger gehauen und alles nicht aufgenommen. Jetzt hat er hier die ganze Zeit irgendwie alles so schön hingebastelt und auf einmal kommt der Regen und macht alles zunichte. Alles probiert, nichts geht. Ja. So, Hingabe, Geduld und ein bisschen noch Zeit braucht man. Und dann hat man hier auch ein kleines Feuerchen. Es qualmt wie Sau, aber es funktioniert. Es hat geklappt. Das Feuer brennt und hoffentlich jetzt auch noch eine Weile. Egal wie viel es regnet, die Stimmung hier ist richtig gut und gemütlich. Das ist so ein Thunfisch mexikanischer Art. Den werde ich mir jetzt so komplett kalt reinkloppen. Und nachher einfach noch Bolognese, wenn es denn noch so sein soll, wenn nicht dann hier rüber. Sowas kann man sich draußen auf jeden Fall mal geben. Thunfischsalat mit Kidneybohnen, Paprika und Mais, schmeckt richtig gut. Ein bisschen schärflich, die Jungs essen mir hier natürlich was vor. Kannst dich doch erstmal jammern lassen, warte mal. Stell uns erstmal schlecht dar mit der Nette. Ja, ja. Ich hoffe, ihr seht mich. Wir haben es jetzt mittlerweile 11:30. Es ist gut kalt geworden. Also gefühlt sind so schon Minusgrade. Ich hoffe, der Schlafsack hält mich warm die Nacht. Er fühlt sich an wie so ein dünner Sommerschlafsack. Ich traue mich gar nicht so richtig reinzugehen, wenn ich ehrlich sein muss. Der Schlafsack hat eine Komforttemperatur von minus 9 Grad angegeben und extrem von minus 20. Der Schlafsack besteht aus 600 Gramm Entendown und 200 Gramm Hydrophobendown und wiegt ungefähr so um die 960 Gramm tatsächlich nur. Ja, also. Und wir gehen jetzt in den Test. Ich habe hier noch die dicke Revolution Race, den Sherpa Hoodie, falls es nachts wirklich kalt wird. Und sollte es wirklich nochmal kalt werden, hole ich euch eh dazu. Gute Nacht, bis morgen. Guten Morgen, Freunde. Überall Schnee. Jetzt schon überall kalt. Also im Schlafsack ist es sehr, sehr warm. Hätte ich gar nicht gedacht, aber hier überall. Komm, wir gehen raus. Ich zeige euch das draußen. Muss das Ganze mal angucken. Aktuell sind es draußen so 2 Grad, minus 2 Grad, Schnee und Kälte.
Aber hier im Schlafsack ist es richtig schön warm. Wir haben es jetzt 8 Uhr. Richtig, richtig gut geschlafen. Ich sehe locker aus noch. Als ob ich 3 Tage durchgemacht habe. Oh, ich will gar nicht aufstehen. Draußen sind so gefühlte minus 10 Grad gerade. Mit dem Schnee und dem Wasser hier an den Seiten. Und hier drin ist so richtig Raumtemperatur. Ich glaube, ich stöße mal noch ein bisschen. Oh, wollen wir mal rausgucken hier. Also den Eingang kennt ihr schon. Und hier, wie gesagt, auf der Seite ist auch noch einer. Guten Morgen. Boah, alles nass hier an den Seiten. Du kannst es dir nicht vorstellen. Wie schön das hier ist. Hä? Oh, ich spreche mal ein bisschen hier mit der Community. Also, moin Community. Der Schlafsack, top. Das Zelt auch top. Ich bin trocken, mir war warm. Und jetzt kommen wir mal aus dem Zelt raus. Wie ihr seht, es ist ziemlich kalt. Die Sonne kommt raus. Wir haben zusammengepackt. Die Sachen sind alle wieder weg. Der Test war auf jeden Fall sehr erfolgreich mit dem Schlafsack. Ich verlinke euch unten nochmal alles, was ich heute getestet habe, dass ihr auch nochmal nachgucken könnt. Vielen Dank, dass dir das Video gefallen hat. Lass einen Daumen. Lass einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, warum nicht beim nächsten Mal fragen. Einfach im Schnee pennen und neue Ausrüstung testen.